Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute verrate ich euch, wie ich zu Weihnachten fotografieren würde. Ich gebe also einige Praxistipps rüber für dich, wenn dich das interessiert. Und es lohnt sich vor allen Dingen, das Video bis zum Schluss zu schauen. Denn ich habe tatsächlich zwei richtig gute Tipps, die dir helfen werden, zu Weihnachten oder Indoor viel bessere Fotos mit der Kamera aufzunehmen. Fangen wir an. Ich habe jetzt hier mir exemplarisch die Fuji hingestellt. Das könnte aber jede andere Kamera sein. Das ist erstmal völlig egal und auch egal, welcher Sensor in der Kamera verbaut ist. Denn grundsätzlich sind die Einstellungen sehr, sehr ähnlich und es lässt sich sehr ähnlich in der Praxis auch umsetzen. Zu Weihnachten zu fotografieren bedeutet ja nun drinnen zu sein und meistens eher diffuseres Licht zu haben, etwas wärmeres Licht und auch wenig Platz zu haben. Das heißt also, wir finden in der Regel vergleichbare Situationen vor. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht in einer großen Halle fotografierst, in einem etwas größeren Raum und natürlich ganz andere Gegebenheiten hast. Und darauf gehe ich jetzt natürlich zunächst ein. Das heißt also, du musst dir im Vorfeld erstmal überlegen, wo befinde ich mich, wo mache ich die Fotos, habe ich genügend Licht? Dann spielen einige Sachen weniger die Rolle oder habe ich tatsächlich viel weniger Licht, vielleicht nur bei Kerzenschein, dann sind andere Parameter wiederum zu beachten. Wir fangen mal mit der besten Szene an, also das beste Szenario wäre, du bist in einem etwas größeren Raum, der ist sehr gut ausgeleuchtet und du hast vielleicht sogar etwas Licht um die 4600 Kelvin herum, also ungefähr Tageslicht und es gibt quasi kein Problem mit dem Platz. Dann ist es natürlich so, dass du deine Kamera dann hier etwas anders einstellen müsstest. Denn du hast den Vorteil, bei mehr Licht sparst du dir ISO. Also du musst die Kamera mit weniger ISO einstellen. Ich zeige euch das ganz kurz. An der Fuji lässt sich das, denke ich, ganz gut zeigen. Das heißt also, wenn du Indoor genug Platz hast, ist es zum einen erstmal fast egal, welches Objektiv. Hauptsache, du hast ab 24 mm etwas drauf. Vielleicht nicht unbedingt 100 mm, aber 24 bis 70, das wäre Indoor, wenn du genug Platz hast, ideal. Und auch die Blende, die steht meistens hier oben dran an den Objektiven, ist dann auch fast zu vernachlässigen, wenn das Licht also gut genug vorhanden ist in dem Raum, dann wäre Blende 4 auch noch ausreichend. Hier in meinem Fall ist es nicht so. Ich habe jetzt hier die Fuji mit dem 23 mm 1.4 Blendenobjektiv. Das wäre natürlich sehr gut geeignet, auch in solchen Räumen. Das heißt, wenn du in einem großen Raum bist und genug Platz hast, kannst du dein Objektiv entspannter auswählen, im Sinne von, du kannst auch das 50 mm nehmen oder du kannst das 35 mm Objektiv drauf machen. Das ist dann fast egal. Und auch die Blende muss nicht wirklich die beste im Sinne von 1,8 sein. Wenn du aber in einem großen Raum bist, solltest du trotzdem darauf achten, dass du deine Verschlusszeit so wählst, dass du die Menschen, die du fotografierst, nicht unbedingt unscharf im Bild hast. Also dreistellig sollte das Ganze sein. Und hier in dem Fall in der Fuji kann ich quasi auswählen in den Schritten 125. oder 250. In diesem Fall würde ich 250. nehmen, wenn der Raum recht groß ist und wir auch genug Licht haben. Und ich würde meine ISO irgendwo zwischen 400 und 800 einstellen. Ich nehme jetzt mal hier den Mittelwert, nehmen wir mal ISO 600 oder ISO 500. Ich würde so dazwischen liegen, also zwischen ISO 400 und 800, um die ISO möglichst weit unten zu halten. Und meine Blende würde ich trotzdem ganz aufmachen, in diesem Fall 1,4. Und mit diesen drei Einstellungen würde ich meine ersten Fotos machen und du siehst natürlich heutzutage bei den Systemkameras über das Display, wie hell das Bild ist oder wie dunkel es ist und kannst dementsprechend nachsteuern. Wenn das Bild jetzt noch zu hell wäre, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schließt die Blende, um mehr Schärfe im Bild zu haben, also noch weniger Unschärfe im Hintergrund, oder du verringerst die ISO, das würde ich dir eher empfehlen, denn dann nimmst du noch mehr Bildrauschen aus dem Foto und am Ende hast du noch ein etwas klareres Bild. Das heißt, in großen Räumen bist du recht gut im Vorteil, was die Nutzung des Equipments angeht. Bist du jetzt aber bei dir im Wohnzimmer, und das sind wahrscheinlich die meisten, oder in einem etwas kleineren Raum, wo Platz eine Rolle spielt, wo Licht eine Rolle spielt, dann ist das schon ein rechtes Thema und dann würde ich tatsächlich versuchen, das ist bei der Fuji ein bisschen schwierig, ich würde dann vielleicht ein 160. oder ein 200. einstellen in der Verschlusszeit. Die ISO würde ich auf Automatik stellen. Also wenn du einen APS-C-Sensor hast, wie ihn in dieser Kamera verbaut, dann kann es sein, dass die ISO dann schon sehr hoch ist, dass du Bildrauschen hast. Aber ich würde erstmal die ISO auf Automatik stellen und sehen, was bei rauskommt. Und dann natürlich die Blende weit aufmachen. Und in kleinen Räumen, gerade in Wohnzimmern oder in Küchen oder in Kinderzimmern, dann ist es immer so ein Thema, dann würde ich tatsächlich die Blende weit aufmachen auf 1,4 oder 1,8. Je nachdem, was dein Objektiv kann. Und da würde ich dir empfehlen, auch vielleicht eine Festbrennweite zu nehmen, die zwischen 24 und 35 mm liegt. Einfach, damit der Look
authentisch rüberkommt, im Sinne von nicht zu verzerrt am Rand, aber auch nicht zu nah reingezoomt, weil es bringt dir nichts, wenn du nur die Köpfe auf dem Foto hast. Und du hast meistens recht gute Blendenwerte, das heißt, du hast meistens die Blende 1,4 oder 1,8 und kannst da schon recht gut mit der ISO und der Verschlusszeit arbeiten. In diesem Fall empfehle ich übrigens auch das 28mm von Sony hier, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, einen Erfahrungsbericht. Das kann man sehr gut und sehr gern dafür nehmen, denn das hat auch ungefähr den Look wie die iPhones. Die Hauptkamera, also diese Kamera auf der ersten Zoomstufe, hat meistens 28mm. Das ist dieser Look und hier habe ich eben die Blende 2.0 und das ist an Vollformat wirklich richtig gut. Auch ein APS-C auch noch wirklich sehr, sehr okay. Mit Blende 2.0 ist natürlich keine 1.4, aber vom Look finde ich ideal, weil du nicht zu weitwinklig bist, also wie das 24mm oder 20mm. Das wäre mir am Rand zu verzerrt beispielsweise, gerade wenn du Kinder fotografierst beim Geschenke auspacken oder deine Eltern oder die Freundin und den Freund und du fotografierst so, dass die Köpfe mehr am Rand sind, dann kann es passieren, dass die Weitwinkelobjektive das Ganze verzerren und es sieht dann unschön aus, wenn dann langgezogene Köpfe am Bildrand sind. Das hat man beispielsweise auch dann mit einem Weitwinkelobjektiv, wenn ich jetzt das 12-24 drauf machen würde, würde ich auf 16mm fotografieren oder 12mm, weil ich alles drauf haben möchte. Ja, dann habe ich alles im Bild, aber die Ränder sind natürlich total verzerrt und das sieht dann einfach unschön aus. Und du musst so viel beschneiden im Bild, dass du am Ende gar nicht mehr so viel vielleicht übrig hast. Also, 28mm wäre meine Empfehlung an der Stelle, das fände ich ideal drinnen. 24mm, da musst du schon echt geübt sein, wenn du so ein Objektiv hast, weil der Look zum einen speziell ist und auch die Ränder dann schon sehr schnell verzerren, dessen musst du dir bewusst sein. 35mm ist auch eine sehr charmante Brennweite an Vollformat, auch ideal, weil du damit auch sehr viel machen kannst. Du bist noch nicht zu nah dran, aber es ist noch durchaus okay drin. Ja, wie gesagt, 28mm wäre hier meine Empfehlung. Und bei APS-C mag ich natürlich das 23mm Objektiv von Wildrox in dem Fall, aber das ist erstmal egal. An der Fuji, also 23mm, 20mm an APS-C kommt auch in etwa ungefähr in die Richtung 28mm Brennweite und das ist schon eine recht gute Brennweite, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dann solltest du, wenn du diese drei Einstellungen hast, also du hast die Verschlusszeit, in größeren Räumen vielleicht 250stel, in kleineren Räumen eher so 160stel, 200stel, die ISO auf Automatik und die Blende möglichst weit auf. Und mit diesen drei Parametern empfehle ich dir im Menü der Kamera trotzdem nochmal den Weißabgleich anzuschauen. Der Weißabgleich bestimmt, wie kühl das Bild, wie warm das Bild, also ist das grün-grün, ist das grau-grau, legt quasi fest, wie farbtreu, wie farbecht am Ende in den Fotos die Farben dargestellt werden. Da würde ich dir empfehlen, zu schauen, was du eingestellt hast, denn meistens ist Indoor das Ganze etwas zu warm eingestellt. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn die Weihnachtsbäume beleuchtet sind, wenn noch Kerzen aufgestellt sind, da kann es sein, dass das Bild dann einfach zu warm aussieht. Und da würde ich dir empfehlen, so ungefähr zwischen 4000 und 4600 Kelvin einzustellen. Dann schaust du dir das Bild an. Wenn dir das Bild zu blau ist, zu kühl, kannst du noch ein bisschen nach oben gehen. Und wenn dir das Bild noch zu warm ist, dann gehst du ein bisschen weiter runter. Das kann man alles im Nachhinein natürlich bearbeiten, aber zur Weihnachtszeit möchtest du vielleicht gleich Fotos haben in JPEG, die fertig sind und die dir auch die Arbeit abnehmen, dass du im Nachhinein alles noch extra aufwendig bearbeiten musst. Und schrecke nicht mit der ISO zurück, die heutigen Kameras sind inzwischen so gut, dass ISO fast zu vernachlässigen ist. Also wenn ich selbst mit der Fuji unterwegs bin bei ISO 1600, ja, dann rauscht das Bild natürlich, klar, auch Indoor. Und dann habe ich nicht mehr den ganz großen Dynamikumfang, aber ich habe trotzdem ein technisch besseres Bild als mit dem iPhone. Das ist einfach so, auch die neueren iPhones. Ich habe immer noch einen höheren Dynamikumfang als in den Telefonen. Das ist leider auch immer noch so. Und letztlich, also sage ich auch, come on, also wenn das ein bisschen rauscht im Foto, das hat natürlich auch ein bisschen Atmosphäre. Ja, und wenn man die Fotos hat am Ende, möchte man nun ein eher scharfes Foto, auch vielleicht ein bisschen mit Rauschen drin nehmen, als den Moment verpasst zu haben und gar kein Foto zu haben. Also in diesem Fall, habt keine Angst vor der ISO, nutzt die schon. Klar muss man gucken, wo die Schmerzgrenze ist. Und sollte dann doch zu viel Rauschen im Bild sein, lässt sich inzwischen so viel mit Lightroom und mit anderen Programmen, ich nutze auch AI Topaz zum Beispiel, um Bilder zu entrauschen. Und das lohnt sich auch. Also zur Not kann man auch die Bilder nochmal nachbearbeiten und das Rauschen etwas herausrechnen lassen. Und dann bist du auf jeden Fall sicher, dass die Fotos trotzdem cleaner aussehen als mit dem Bildrauschen zuvor. Und also da möchte ich euch die Angst nehmen, einfach da ja mit der ISO nicht hochzugehen und die Bilder zu dunkel zu haben.
Das heißt also, wenn du zu Weihnachten mit deiner Kamera losgehst und du möchtest gern die Fotos festhalten von dem, ja, von der Zeremonie oder von den Momenten, dann achte vorher, dass die Kamera eingestellt ist, stell sie dir parat, mach vielleicht schon ein, zwei Testfotos und dann bist du sicher, dass die Kamera auch so funktioniert, wie du es haben möchtest, wenn es dann losgeht. Und dann ist natürlich noch die große Frage des Autofokus. Das haben wir noch nicht besprochen. Autofokus ist immer so eine Sache und sehr kameraabhängig, sehr kameraspezifisch. Die Fuji hier in dem Fall, die X-T2, ist natürlich jetzt keine Granate, was Autofokus angeht. Das ist okay, sie kann auch inzwischen Augenerkennung durch die Updates, aber ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der R5 hier beispielsweise oder mit der Sony, die mich gerade filmt. Das ist eine ganz andere Liga, das ist klar. Das hat nicht jeder zu Hause und das möchte auch nicht jeder, das ist auch klar. Hier empfehle ich dir im Zweifel, wenn deine Kamera diese Augenerkennung oder Kopferkennung kann, die würde ich einschalten. Einfach, dass die Kamera gleich darauf fokussiert, wenn du fotografieren möchtest und du nicht irgendwo hinhalten möchtest und dann im Nachhinein dich ärgerst, weil die Fotos im Gesicht unscharf sind. Also das würde ich auswählen. Hat deine Kamera so etwas nicht, würde ich dir raten, den besten Fokuspunkt, der ist meistens in der Mitte oder eben, wenn du hochkant fotografierst, oben zu wählen, sodass du oben den Kopf hast beispielsweise von der Person, die fotografiert wird, oder eben in der Mitte, um das Geschenk zu fotografieren oder das, was gerade gemacht wird beim Kartenspielen, beim Essen, um das zu fokussieren, damit du auch im Vorfeld schon vorausgewählt hast, wo der Fokus sitzen soll, damit dein Foto wirklich am Ende so wird, wie du das möchtest. Und der Quick-Tipp zum Schluss wäre natürlich auch darauf zu achten, dass du das Ganze in das komplette Format einpasst. Das heißt also, so zu fotografieren, dass du formatfüllend deine Fotos hast. Das wäre so mein Geheimtipp, mein Insider-Tipp am Ende. Eher darauf zu achten, dass du nicht noch großzügig zuschneiden musst am Ende, sondern dass du vielleicht relativ fertig mit dem Foto bist, im Sinne von, du hast im Bild alles, was du brauchst. Du musst nicht unnötig nochmal reinkroppen, sondern du hast formatfüllend alles drin. Es ist ein guter Vordergrund, es ist ein guter Hintergrund, du hast ein Motiv drin. Das ist so ein bisschen die oberste Range, die man erreichen möchte, weil du sollst den Moment ja auch genießen und nicht nur auf das Fotografieren dich konzentrieren. Aber wenn du die Zeit hast, dann wirst du mit diesem Tipp nochmal deutlich bessere Fotos machen, weil du einfach im Bild alles drin hast, was du brauchst und musst es im Nachhinein nicht noch extra bearbeiten oder zuschneiden. Und für alle, die mit dem Smartphone fotografieren und keine extra Kamera dabei haben, habe ich natürlich auch noch einen Tipp. Und zwar, wenn ihr Menschen fotografiert, in der Regel erkennen die Kameras die Person, die fotografiert werden soll. Ihr seht das gerade hier auch bei mir auf meinem iPhone. Und dann kann ich schon vorauswählen, wo fokussiert werden soll. Das heißt, tippe mit dem Finger auf die Person oder auf den Gegenstand oder das, was fotografiert werden soll. Und dann erscheint dir dieses Kästchen. Und anhand dieses Kästchens könnt ihr die Bilder, wenn sie euch zu hell sind, auch runterregeln, indem ihr einmal auf das Gesicht tippt und daneben nach unten zieht. Und dann wird das Bild in der Regel etwas dunkler. Ich hoffe, er macht das gerade. Ja, genau. Dann wird das Foto dunkler belichtet. Und wenn das Ganze zu dunkel ist, könnt ihr genauso mit diesem Effekt auch nach oben schieben und dann wird das Foto nochmal deutlich heller oder das Video deutlich heller, als es eigentlich das iPhone vorgeschlagen hätte. Mein Tipp an der Stelle wäre, eher etwas dunkler belichten und nicht zu hell, weil die Telefone sehr schnell rauschen, im Video sowieso, aber auch in den Fotos, da würde ich darauf achten, dass das Foto vielleicht nicht zu hell ist, eher einen Ticken dunkler und im Nachhinein nochmal schauen, war das zu dunkel, das kann man immer noch ein bisschen bearbeiten, das geht, aber wenn es von vornherein zu hell aufgenommen wird, dann ist meistens die ISO viel zu hoch in der Kamera und dann rauscht es einfach gerade in den Schatten und das kann man vermeiden, indem man diesem Tipp folgt. Ich hoffe, das war soweit hilfreich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Thema Fotografieren in der Weihnachtszeit oder Indoor bei den Events und bei den Familienzusammenkünften, wo auch immer. Ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß, viel Freude und wenn dir dabei zwei, drei Fotos nicht gelingen, ärgere dich nicht, genieße den Moment und betrachte ihn nicht nur durch dein Telefon oder durch die Kamera, sondern genieße ihn erst einmal so, wie er ist und schau dir am Ende an, wie die Fotos auch geworden sind. Wenn du es gut vorbereitest, wirst du gute Fotos haben. Und wenn du mein Video jetzt bis zum Ende geschaut hast, wirst du auch sicher sein, dass du wirklich gute Fotos haben wirst. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das Ganze etwas geholfen hat und dass du damit gut zurechtkommst, wenn du die Fotos in den nächsten Tagen machst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hier, einen Daumen nach oben. Abonniert bitte meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, frohe Weihnachten, viel Spaß bei deiner Fotografie vor allen Dingen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.